Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Hypos Kapitalmarktdialog, das monatliche Format, um Ihnen ja hoffentlich 45 Minuten ein kompaktes Bild zu den internationalen Kapitalmärkten zu vermitteln, die ein oder andere Fragestellung aus der Praxis der Finanzplanung und Depotstrukturierung habe ich Ihnen natürlich ebenfalls mitgebracht. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Technik. Sofern es an der konkreten Stelle passt, gehe ich natürlich gerne direkt auf die Frage ein. Sofern es eher im weiteren Verlauf Sinn macht, weil ohnehin vielleicht erklärende Folien vorkommen werden, dann schiebe ich das nach hinten. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir auf alle Fragen eingegangen sind, bevor wir das hier entsprechend beenden. Ich würde dann auch direkt einsteigen und bevor wir uns mit den einzelnen Themen beschäftigen, schauen wir uns mal den Fokus der Marktteilnehmer an. Und aus unserer Perspektive schwankt dieser Fokus der Marktteilnehmer, der natürlich auch projiziert wird durch die entsprechenden Medienberichte, durch die Kommentare von Analysten und all denjenigen, was wir heute als moderne Anleger und Technologie und digitale Personen erleben müssen, also Push-Benachrichtigungen und Ähnlichem. Das alles drückt sich hier aus. Und Sie sehen, ich habe hier oben als eine Leitplanke die Konjunktur genannt und als untere Leitplanke die Inflation. Also ähnlich wie auf der Autobahn haben wir entsprechend hier entsprechende Begrenzungen. Und unserer Meinung nach haben wir typischerweise sehr, sehr starke Wellenbewegungen. Das heißt, der Fokus der Marktteilnehmer, der wandelt sich sehr, sehr stark von der Konjunktur eben auch zum Fokus auf die Inflation, respektive auf die Zinsen. Und dann versucht man natürlich hinein zu interpretieren, was können die aktuellen Daten bedeuten, wie ist das im Endeffekt hier zu interpretieren. Momentan aus unserer Perspektive, sehen Sie hier mit dem roten Kreis markiert, liegt der Fokus der Marktteilnehmer sehr stark auf dem Konjunkturthema. Das heißt, man schaut nach China, man versucht zu interpretieren, inwieweit der niedrige Ölpreis denn nun wirklich ein reines Thema ist, dass wir einfach zu viel Angebot haben aufgrund der Fracking-Industrie in den USA und anderer Themen oder ob hier momentan weitere Aspekte zu berücksichtigen sind. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann haben wir typischerweise die Thematik, dass man sagen kann, okay, der Blick auf die Konjunktur, der sieht so aus, dass die sich aktuell eintrübt. Das werde ich Ihnen auch gleich noch anhand einiger Charts verdeutlichen. Und wenn die Konjunktur sich eintrübt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne. Die werden tendenziell in der Zukunft niedriger ausfallen. Und wenn die Unternehmensgewinne dementsprechend sinken, dann ist man der Meinung, dass die Aktienbewertungen zu hoch sind, weil klar, wenn weniger Gewinne da sind, dann ist natürlich auch der zukünftige Wert des Unternehmens, der sich ja aus den erwarteten Gewinnen der Zukunft zusammensetzt, niedriger. Also kommt man zu der Erkenntnis, dass die Bewertung der Vermögenspreise entsprechend zu hoch sind. Das andere Extrem ist der sehr, sehr starke Fokus auf die Inflation, dementsprechend hier schematisch dargestellt durch den roten Kreis, diesmal an der unteren Barriere. Und dann lautet die Argumentationskette typischerweise so, okay, wir blicken auf die Inflation. Die bleibt niedrig. Auch dazu habe ich Ihnen einige marktbasierte Indikatoren mitgebracht. Wenn die Inflation niedrig bleibt, dann haben die Notenbanken keinen öffentlichen Druck. Man muss sich nicht dafür rechtfertigen, dass die Zinsen sehr niedrig sind. Man muss sich nicht dafür rechtfertigen, dass man über Anleihe, Aufkaufprogramme in die Kapitalmarktpreise eingreift und einen künstlichen Anlagenotstand kreiert. Nein, man kann dementsprechend diese expansive Politik entsprechend fortfahren. Und diese Politik heißt nichts anderes, als dass die Zinsen niedrig bleiben. Der Anlagenotstand ist dementsprechend massiv. Und wenn die Zinsen niedrig sind, dann bin ich eben bereit, wieder höhere Risiken einzugehen, um entweder eine bessere Verzinsung zu erhalten, indem ich zum Beispiel Unternehmensanleihen kaufe anstatt Staatsanleihen, indem ich eher vielleicht auch Hochzinsanleihen kaufe oder mich auch am Aktienmarkt investiere. Und ja, das Fazit ist, ja klar, für eine höhere Rendite, da sind auch höhere Bewertungen okay. Man schreibt einfach dieses sehr niedrige Zinsniveau auf die Zukunft entsprechend fort. Und niedrigere Zinsen ist tendenziell unterstützend für die Vermögenspreise. Und das gilt nicht nur für den Aktienmarkt oder für den Anleihemarkt. Das gilt natürlich genauso für die Immobilienmärkte. Stellen Sie sich vor, wir hätten in 3 Jahren eine Verzinsung für eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe von 5% und nicht von 0,2%. Dann dürfte man wahrscheinlich hinterfragen, ob die Immobilienpreise in den Ballungsgebieten auf dem Niveau bleiben würden, wo sie momentan sind. Sie würden es natürlich nicht bleiben. Und das ist auch das große Thema in der Vermögensstrukturierung. Letztendlich können Sie verschiedene Vermögensklassen mischen, aber in allen Vermögensklassen steckt ein sogenanntes Zinsänderungsrisiko drin.
Und das sollte man natürlich auch durchaus kritisch reflektieren. Die Frage, wo stehen wir aktuell, die kann man fast im Tagesablauf neu bewerten, weil ständig neue Daten reinkommen. Und ich glaube, wenn Sie als Anleger hier ständig hinterherlaufen, dann machen Sie sich zum einen nur selbst verrückt, zum anderen ist es auch meines Erachtens nicht besonders positiv für die Lebensqualität. Von daher sollte man natürlich schon einen strategischen Anlageplan haben und den auch tendenziell verfolgen. Steigen wir ein ins aktuelle Umfeld, die Konjunktur. Wir sehen zunächst hier einen Index, der von der Atlanta Fed berechnet wird, der sogenannte GDP Now Index. Das heißt, man versucht hier ein zeitnahes, vernünftiges Bild der Konjunktur zu bekommen, indem man verschiedene Indikatoren nutzt, diese zusammenfügt. Was hier sehr positiv ist, es ist sehr, sehr transparent, was die Berechnungsmethode betrifft. Wenn Sie das Ganze googeln, dann finden Sie auf der Webseite der Atlanta Fed nahezu alle relevanten Informationen. Und dieser Indikator war in der jüngeren Vergangenheit gar nicht so schlecht. Deswegen schauen zunehmend mehr Marktteilnehmer auch auf diese Darstellung. Und was Sie hier sehen, das ist nichts anderes als die Spannbreite dessen, was man für die US-Konjunktur erwartet, also für das Bruttoinlandsprodukt. Und Sie sehen es eine relativ große Spannbreite. Hier diese blaue Linie in der Mitte, das ist quasi der Konsens, also wenn Sie so wollen, die allgemein akzeptierte durchschnittliche Meinung. Und in diesem Grün, das ist eben dieser Indikator, der von der Atlanta Fed hier berechnet wird. Und dann sehen Sie hier, dass der ging doch ordentlich nach oben, hält sich auf einem auch relativ stabilen Niveau. Und scheint dementsprechend nicht so ganz das zu bestätigen, was ja auch häufig in der Presse kolportiert wird, dass die US-amerikanische Wirtschaft jetzt an der harten Klippe davor steht, eben in die nächste Rezession abzugleiten. Also das, wie gesagt, ein Thema, was momentan stark im Fokus steht, abseits von China, schaut man stark auf die US-Konjunktur. Dementsprechend auch hier nochmal Daten zum US-Konsumenten. Einmal die Umfrage von der Universität Michigan, dann haben wir noch ein Conference Board und diese grauen Balken, die Sie hier eingezeichnet sehen, das sind Rezessionen und Sie sehen allein schon aufgrund der fortschreitenden Zeitdauer, wir hätten eigentlich auch mal wieder einen Zeitpunkt gefunden, wo wir mal wieder eine Rezession sehen könnten, weil typischerweise verläuft die Konjunktur in Wellenbewegungen und zu diesen Wellenbewegungen gehören natürlich auch Abschwünge hinzu und diese Abschwünge, die drücken sich natürlich auch in rezessiven Phasen aus. Und Sie sehen es hier von der letzten Rezession dann bis zur durch die Finanz- und Hypothekenkrise ausgelöste Rezession bis heute. Naja, man könnte schon sagen, es könnte durchaus mal wieder eine Rezession geben. Und da schauen momentan die Marktteilnehmer eben sehr stark drauf, weil der Fokus liegt, wie eben in dieser schematischen Darstellung vorgestellt, eben momentan sehr, sehr stark auf den Konjunkturdaten. Und das, wie gesagt, momentan der aktuelle Fokus. Da sieht man auch sehr schön am Abgleich der Erwartungen mit den harten wirtschaftlichen Daten, die hier reinkamen. Die Citigroup berechnet hier einen ökonomischen Überraschungsindex. Und Sie sehen in dem oberen Chart dargestellt für die Eurozone, das ist dieses grau-schwarz und für die USA, das hier eben hier entsprechend orange. Und hier ist entsprechend die Nulllinie. Und Sie sehen schon, dass beide Werte hier ein gutes Stück drunter lagen. Also es sind schon doch relativ viele Daten reingekommen, die negativ überrascht haben. Und dementsprechend an der Börse werden ja auch immer Erwartungen gehandelt. Und wenn die Abweichungen hier negativ sind, dann ist das natürlich nicht besonders positiv für die Stimmung. Und in einer Zeit wie heute, wo ja doch alles sehr sensibel ist aufgrund der sehr niedrigen Zinsen und der Möglichkeit, dass die Notenbanken ihr Potenzial und ihr Pulver bereits verschossen haben, also wo wir alle da so sensibel sind, haben wir eben auch mal diese schnellen, harten Kursbewegungen, wie wir sie auch in den letzten Wochen und Monaten eben entsprechend hier sehen durfte. Also wirtschaftliche Entwicklung enttäuschend, das glaube ich, fasst das ganz gut zusammen hier eben entsprechend diese Berechnung zu den ökonomischen Fakten. Dann Eurozone mit deutlicher Eintrübung. Man könnte Ihnen jetzt viele verschiedene Indikatoren zeigen. Wir haben uns dafür entschieden, einfach mal die Kreditvergabe der Banken an den privaten Sektor darzustellen, weil in der Kreditvergabe sieht man noch sehr, sehr viele Indikatoren, die hier zusammenkommen. Und Sie sehen es in diesem schicken, naja, was ist das hier so ein rosa, pink, sehen Sie auch im Endeffekt die Kreditvergabe, nachdem sie sich aus dem Tal der Tränen ein bisschen rausgekämpft hätte in den positiven Bereich. Sie sehen es hier, haben wir jetzt auch wieder ein Abknicken nach unten.
Also das mit Sicherheit auch ein Thema, was man noch weiter diskutieren wird und wo auch, glaube ich, vielen mittlerweile klar wird, dass die Notenbankpolitik, die wir auch in Europa fahren, die von der Notenbankpräsident Mario Draghi hier vorangetrieben wird, wo wir im Endeffekt für die Banken Strafzinsen eingeführt haben, sofern sie Gelder bei der Notenbank parken, plus dieses Anleiheaufkaufprogramm, was ja zwischenzeitlich verlängert wurde. Also man sieht schon, das allein scheint nicht zu reichen, um wirklich hier die realwirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln. Das scheint auch nicht auszureichen, um die Kreditvergabe mal über einen längeren Zeitraum auf einem höheren Niveau zu halten. Und dementsprechend können wir, glaube ich, von Seiten der Notenbank nochmal eine Aktion erwarten. Die Preise an den für Anleihen preisen ja wohl auch bereits ein, dass man nochmal eine Erhöhung des Strafzinses für die Banken sehen wird, wahrscheinlich von 0,3 auf 0,4%, also im negativen Bereich, versteht sich. Und dann ist natürlich auch die Frage, mit welchem Zeitverzug wird es wiederum an die großen Firmenkunden weitergegeben? Und haben wir das vielleicht sogar irgendwann mal auch für den sogenannten kleinen Privatanleger? Also, wie gesagt, das ist das Thema, was uns hier noch bevorsteht. Und dazu kommt natürlich momentan aus der geopolitischen Perspektive die Diskussion und das uneinheitliche Vorgehen innerhalb der Europäischen Union und auch der Eurozone zum Umgang mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Und vielleicht haben wir durchaus die Thematik, dass die Einheitswährung der Euro wieder stärker in eine Diskussion kommen wird, ob er langfristig Bestand halten wird. Diesmal nicht direkt ausgelöst durch ökonomische Sachverhalte, wie jetzt durch das Thema Schulden, was ja auch, dem Mai sagt, noch überhaupt nicht gelöst ist oder ansatzweise angegangen wurde, sondern eben aufgrund dieser politischen Komponente, dass man sich eben nicht einigen kann, dass wir die Rückkehr sehen, eher zu dem Thema Nationalstaaten. Und dann muss man sich natürlich fragen, wenn wir hier zu dieser Segmentierung zurückgehen, dann welche Zukunft hat eine gemeinsame Währung noch? Also dieses Thema Euro-Krise, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Thema nochmal zurückkommt. Und die Anfälligkeit des Finanzsystems, die ist natürlich relativ hoch. Und auch jeder von Ihnen hat natürlich genauso wie ich natürlich Staatsanleihen von Spanien und von Italien in seiner Vermögensstruktur. Wenn Sie heute Geld zur Bank bringen, egal zu welcher Bank Sie es bringen, dann lässt die Bank das Geld ja nicht sinnlos auf dem Konto liegen oder parkt alles bei der EZB, sondern die kauft auch Anleihen. Und da sind natürlich auch Anleihen aus dem nichtdeutschen Raum dabei. Und dementsprechend dieses Thema Risikostreuung im Kontext dessen, dass man sein Vermögen über unterschiedliche Währungen und auch Schuldner streut, wird aus unserer Perspektive durchaus ein Schwerpunkt sein in der nächsten Zeit. Also das Thema Euro-Krise, diesmal mit einer anderen Ursache, sollte durchaus wieder auf die Agenda der Anleger kommen. Ansonsten, was wir gesehen haben, einen extrem starken US-Dollar. Sie sehen es hier in diesem hellblau dargestellt, dass der handelsgewichtete US-Dollar-Index, und da sehen Sie es mal hier, so seit 2014, also da geht es doch spektakulär nach oben. Klar, die Auswirkungen sehen wir in den Bilanzen und in den Gewinn- und Verlustrechnungen der US-amerikanischen Unternehmen mit Exportbezug. Auf der anderen Seite hier in dunkelblau dargestellt, der Preis für Rohöl aus den USA, da sehen Sie auch einen spektakulären Preisverfall. Also sprich, dieses Thema Abwertung der Währung, der Rohstoffe hat natürlich durchaus auch einen gewissen Bezug auch mit der Währungsentwicklung des US-Dollars, weil schließlich werden ja auch Rohstoffe im US-Dollar abgerechnet. Also wie gesagt, hier gibt es doch einen gewissen Zusammenhang, den man sich jederzeit wieder auch in den Hinterkopf rufen sollte. Also, wie gesagt, Kapitalmärkte momentan, das Bild ziemlich uneinheitlich, wenn man die Konjunktur betrachtet. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser dargestellte Fokus der Marktteilnehmer sich perspektivisch wieder etwas von der Konjunktur zurückziehen wird. Man wird wieder mehr auf die Notenbanken schauen. Es gibt ja bereits auch Diskussionen darüber, dass die USA tendenziell negative Leitzinsen einführen könnte, dass es ein neues Ankaufprogramm für Anleihen geben könnte. Also, ich glaube, die Spannbreite dessen, was da momentan diskutiert wird, ist relativ groß. Aber wenn man sich mal die harten Kapitalmarktfakten anschaut, muss man sagen, klar, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber die Mörderrezession, die scheint jetzt auch nicht vor der Tür zu stehen morgen. Und wenn die Notenbanken in diesem Umfeld bereits ihr ganzes Pulver verschießen, dann ist hier die Frage zu stellen, was sollen sie denn tun, wenn wir wirklich mal einen Abschwung haben, der ja anhand der Konjunkturzyklen irgendwann mal wieder ja auch an der Zeit wäre. Also, wie gesagt, das ist das große Thema. Blick auf die Kapitalmärkte. Hier mal seit Beginn des Jahres 2015, um Ihnen nicht nur die Jahresperspektive zu zeigen. Und was Sie hier sehen in diesen bunten Grafiken ist nichts anderes als
dass wir im Jahr 2015 ja ein relativ gemischtes Bild hatten. Sie sehen es in diesem Hellblau, sehen wir die Rohstoffe, also die waren wirklich komplett das ganze Jahr minus. Dieser Abschwung hat sich dann im Laufe des Jahres noch verstärkt und jetzt kann man darüber diskutieren, haben die Rohstoffpreise hier im Boden gefunden und seit diesem Tief ging es ja doch schon wieder ein paar Prozent hier hoch bei den Rohstoffpreisen. Gold, das muss man sehr positiv hervorstellen, ja auch in dieser, was ist das hier, goldbraunen Linie kann man ja sagen. Da ging es auch ein gutes Stück auch nach unten. Diesen Abschwung beim Gold, der hing auch damit zusammen, dass man gesagt hat, na gut, der Dollar wird stark, wir könnten uns gegebenenfalls sogar bis zu 4 Zinserhöhungen in den USA vorstellen. Und wenn die Zinsen steigen, dann wird das unverzinste Gold unattraktiver. Also trennen wir uns von dem Edelmetall und Sie sehen, seit sich das Bild hier so ein bisschen gewandelt hat und auch systemische Risiken wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken, hat sich Gold auch sehr, sehr schön entwickelt. Also seit Jahresbeginn 2015 nur lächerliche 2,3%. Aber wenn Sie mal schauen hier vom Tief, wir waren ja schon bei minus 10, bei minus 12% und von minus 12 auf plus 2, das ist natürlich eine ordentliche Entwicklung allein. Im Kalenderjahr 2016 ja Gold mit rund, ja, ich glaube 14 oder 15% plus, ohne Währungseinfluss. Was sehen wir ansonsten noch in grün, den globalen Aktienmarkt? Sorry, nicht in grün, in diesem Blau hier. Auch natürlich in US-Dollar, also ohne Währungseffekte. Und da sehen wir im Endeffekt auch am Aktienmarkt, es ging erst ein schönes Stück nach oben, aber geht jetzt wieder nach unten. Und insgesamt in der längerfristigen Perspektive jetzt hier auf die, naja, 14,5 Monate bei minus 6,3%. Also am Aktienmarkt war da nicht viel zu reißen, wenn man mal den Währungseffekt da außen vor lässt. Und auch die Anleihen hier in diesem schicken Lila dargestellt. Ja, das war im Endeffekt eine nette Ergänzung, aber die Kursgewinne haben hier natürlich nicht ausgereicht, um das zu kompensieren, was auf der Aktienseite verloren gegangen ist. Und warum zeigen wir ihn auch nochmal hier in grün, sogenannte Trendfolger. Trendfolger sind Strategien, die zumindest historisch sich immer gut geschlagen haben, wenn die Aktienmärkte gefallen sind, weil typischerweise, wenn die Aktienmärkte fallen, dann haben wir eine Panik, wir haben den Herdentrieb, wir haben institutionelle Anleger, deren Risikomanagement anzeigt, dass sie nun Positionen reduzieren sollten. Wir haben teilweise Bilanzstichtag getriebene Anleger, zusätzlich natürlich auch Pensionskassen und Versorgungswerke mit Risikomanagement. Und wenn natürlich hier die Schwankung am Markt steigt und die Unsicherheit nach oben geht, dann werden Positionen entweder abverkauft oder reduziert, indem über den Terminmarkt Absicherungen vorgenommen werden und daher diese harten und schnellen Bewegungen. Und in diesen Bewegungen sind tendenziell Trendfolger ein ganz gutes Investment gewesen. Und das sehen Sie hier in der grünen Linie. Die haben nämlich genau dann Geld verdient, als es in den anderen Vermögensklassen nach unten ging, also tendenziell bei den Aktien. Und das zeige ich Ihnen deswegen, weil Sie oft in der Zeitung lesen, zum Beispiel für das Jahr 2016, quasi alles im Minus, außer Bundesanleihen und Gold hat alles verloren. Das gilt natürlich für die Vermögensklassenebene, aber wenn Sie mit anderen Instrumenten und Strategien in die gleichen Vermögensklassen investieren, dann heißt das nicht, dass diese Strategie auch im Minus ist. Und deswegen, man sollte ein bisschen trennen zwischen der reinen Entwicklung der relevanten Vermögensklasse, und eben auch Strategien, weil Sie können natürlich in den Aktienmarkt investieren, indem Sie einfach ein paar Aktien kaufen. Sie können einen ETF kaufen, der natürlich sich synchron zum Markt verhält. Sie können einen Fonds kaufen, der noch etwas breiter investiert. Und das geht bis hin dazu, dass Sie eben über sogenannte Long-Short-Fonds in den Aktienmarkt investieren. Dann haben Sie zwar auf dem Papier jedes Mal eine Investition in die Vermögensklasse Aktie, aber das Spektrum der Strategien ist extrem unterschiedlich. Und dafür möchte ich Sie sensibilisieren, weil wir in diesem Niedrigzinsumfeld natürlich das Risiko haben, dass sich viele Vermögensklassen in eine gemeinsame Richtung bewegen. Und deswegen ist eine bessere Risikostreuung durchaus anzuzeigen, weil wenn Sie sich vielleicht vorstellen, dass Sie Wertpapiere in Ihrem Depot halten, Sie haben vielleicht eine Immobilie und vielleicht noch physische Edelmetalle und alles würde gemeinsam fallen, weil sich eine Zinsmeinung ändert oder weil man Angst vor dem nächsten deflatorischen Schock hat, dann müssen Sie irgendetwas haben, was in diesem Umfeld Geld verdient. Und die Immobilie wird es nicht sein, die Edelmetalle werden es nicht sein. Es wird also etwas sein, was im Depot ist und dementsprechend die Reflexion dieses fehlenden Kompass als Wertigkeit verschiedener Vermögensklassen, diesen fehlenden Kompass, den müssen wir kompensieren, indem wir im Depot unterschiedliche Anlagestrategien fahren.
Und das sind sogenannte alternative Investments. Das ist bei großen institutionellen Investoren momentan das Gebot der Stunde, das Thema Risikostreuung. Ich denke, im privaten Sektor, das wird noch ein bisschen dauern, bis das hinunter diffundiert. Das aber wir zeigen Sie natürlich heute schon. Was Sie hier sehen, das ist die Entwicklung verschiedener Investmentfonds, verschiedener Strategien, die eben nicht einfach nur auf steigende Aktien oder steigende Anleihen setzen, sondern die unterschiedlichste Strategien fahren, um hier in die Kapitalmärkte zu investieren, die nicht nur darauf setzen, dass die Märkte steigen, sondern die auch in fallenden Märkten Renditen generieren können. Und Sie sehen schon auch, die unterschiedlichen Strategien verhalten sich unterschiedlich in verschiedenen Kapitalmarktphasen. Also auch hier gibt es nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern die Idee ist es, hier ein Portfolio zu haben aus verschiedenen Instrumenten, die dadurch, dass sie sich selbst unterschiedlich verhalten, an Risikostreuung in sich selbst bieten als Baustein, aber natürlich auch in jedem weiteren Wertpapierdepot eine Stabilisierung bringen können, da sie eben unabhängig von der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung investieren, und das führt eben dann eben zu einer gewissen Stabilität im Portfolio, und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema ist, wo uns eben dieser sogenannte sichere Zins abhanden gekommen ist. Die Kunden unter Ihnen, Sie kennen das Thema natürlich schon, da wir es in vielen Strategien individuell schon umgesetzt haben in der Vergangenheit. Und wir haben ja auch angekündigt, dass wir das als strategische Vermögensverwaltung lancieren werden, um einen fertigen Baustein zu haben, der es jedem Anleger ermöglicht, in eine breite Palette dieser Investments zu investieren, die diesen Bausteine hier entsprechend abbilden. Das Ganze wird Multi-Aktiv-Strategie heißen, wird ab dem 1.3.2016 verfügbar sein. Ich hatte es ja in den letzten Webinaren schon mehrfach angekündigt, und auch hier im Nachgang werden wir natürlich die Informationen zur Verfügung stellen, sobald das hier auch investierbar ist. Und ich denke, das wird für jeden Anleger sinnvoll sein, sich mal damit zu beschäftigen, weil sie brauchen unterschiedliche Bausteine, um das abzubilden, tendenziell aus unserer Perspektive zwischen 8 und 12 verschiedenen Strategien. Und man muss diese Strategien natürlich auch sinnvoll kombinieren, weil auch deren Eigenschaften sich im Zeitablauf ändern. Und dementsprechend das eben eine Aufgabe, die wir entsprechend hier übernehmen. Kommen wir zum Aktienmarkt. Sie wissen, Aktien sind der liquideste Sachwert der Welt. Grundsätzlich Sachwerte stehen natürlich im Fokus der Anleger. Was weniger beliebt ist bei den Anlegern, das sind die Wertschwankungen, die mit den Aktien einhergehen. Und ich glaube, wir müssen festhalten, dass wir natürlich in einer Phase leben, die, sei es durch die Digitalisierung, sei es durch die bessere Vernetztheit auf globaler Ebene, wir sehr, sehr viel mehr Schwankungen ertragen müssen als in der Vergangenheit. Also wir haben jetzt im Zeitraum von 2000 bis 2014 haben wir am US-amerikanischen Leitindex, also im S&P 500, mehr Tage mit einer Tagesschwankung von 3% gesehen als im gesamten Zeitraum von 1950 bis ins Jahr 2000. Also doch relativ langfristige Thematik hier. Also das ist relativ schmerzhaft, in Aktien zu investieren, weil die täglich dargestellten Wertschwankungen relativ stark sind. Auf der anderen Seite verzichten Sie heute auf kaum etwas, wenn Sie in Aktien investieren. Was meine ich damit? Vor einigen Jahren hatten Sie noch 4,5, 5%, früher sogar vielleicht mal bis zu 9% für eine 10-jährige deutsche Bundesanleihe. Und wenn Sie Aktien gekauft haben, dann mussten Sie ja diese sichere Verzinsung, diese sicheren 5, 6, 7, 8, 9%, die haben Sie ja aufgegeben, in der Hoffnung, mit Aktien noch mehr Geld zu verdienen. Heute haben wir für 10-jährige deutsche Staatsanleihen eine Verzinsung von 0,2%. Das heißt, die Eintrittsprämie in den Aktienmarkt ist so niedrig wie nie. Also das positiv, wenn Sie so möchten. Auf der anderen Seite, aufgrund der technologischen Entwicklung, der Digitalisierung, sind auch leider auch die sichtbaren Wertschwankungen größer denn je. Und von daher sollte man aus unserer Perspektive, wenn die Anlagestrategie handwerklich sauber umgesetzt ist, die simpelste Reaktion zeigen, die sich hier aufdrängt. Und die heißt ganz einfach: Schauen Sie weniger ins Depot, weil Sie weniger Sie ins Depot schauen, desto weniger Wertschwankungen werden Sie auch realisieren. Und desto weniger Wertschwankungen Sie sehen, desto weniger kommen Sie in den emotionalen Druck, jetzt irgendwas zu tun. Und dementsprechend erhalten Sie bessere Anlageergebnisse. Wie gesagt, das natürlich unter der Voraussetzung, dass Sie über ein handwerklich sauberes Portfolio verfügen, was auch mit gewissen Regeln einhergeht, also mit einer gewissen Disziplin wie einem regelmäßigen Rebalancing und anderen Facetten, aber auch das kann man natürlich erläutern. Ich habe Ihnen hier was nicht ganz Triviales zum Aktienmarkt mitgebracht, konkret zur Aktienmarktbewertung für den S&P 500, also den Leitindex der Vereinigten Staaten von Amerika, weil Sie sollen ja hier etwas mehr mitnehmen, als einfach nur irgendeinen Indexstand vom DAX oder vom welchem Index auch immer präsentiert zu bekommen. Also, wie gesagt, nicht ganz trivial, aber ich glaube, die Aussagekraft ist
umso besser. Also, was sehen wir im Chart? Wir schauen uns zunächst mal den oberen Chart an und was Sie hier sehen in dieser türkisblauen Linie, das ist das sogenannte Schiller-KGV. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis grundsätzlich heißt ja nichts anderes als das Wievielfache eines Jahresertrages bezahle ich für den Vermögenswert. Im Zähler habe ich eben, also jetzt bin ich selbst durcheinander, eben den Gewinn pro Aktie, sorry, im Zähler den Gewinn pro Aktie, im Nenner den Preis pro Aktie, also das Wievielfache, wenn Sie zahle ich also für den erwarteten Ertrag. So, das können Sie natürlich für Immobilien genauso machen. Also, sprich, Sie haben eine Immobilie mit einem Verkehrswert von 100, der Mietertrag ist 5, dann haben Sie quasi das 20-fache des jährlichen Mietertrages. Also ein ganz simpler Faktor. Und in einzelnen Jahren kann es natürlich sehr starke Ausreißer geben und deswegen hat man irgendwann mal gesagt, wir glätten dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis eines Jahres, indem wir die Gewinne der letzten 10 Kalenderjahre nehmen, wir bereinigen die um die Inflation, dann haben wir dann einfach eine Glättung und das setzen wir ins Verhältnis zu dem aktuellen Preis pro Aktie und dann haben wir das sogenannte zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also das sehen Sie hier. Tendenziell, wie gesagt, das dargestellt in diesem Türkisblau. Dann, was Sie noch sehen hier in Rot, das ist dieses auch sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis für die 10-jährige US-Staatsanleihe. Also simples Beispiel, die US-Staatsanleihe mit einer 10-jährigen Restlaufzeit hätte eine Rendite von 2%. Wenn Sie dafür heute 100 bezahlen müssen, dann bezahlen Sie das 50-fache des jährlichen Zinsertrages. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50. Also so simpel ist es. Und hier nochmal dargestellt, dass das aktuelle Kursgewinnverhältnis für den S&P 500 mit 16,83. Also, wie gesagt, soweit zur entsprechenden Systematik. Und wie gesagt, das hier, das Aktuelle, wird oft reflektiert, wenn es um kurzfristige Markteinschätzungen geht, dass man sagt, ist der Markt jetzt teuer oder ist er billig? Dieses sogenannte zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das wird häufig reflektiert, wenn es um die langfristige Ertragserwartung für den Aktienmarkt geht. Vereinfacht gesprochen, je niedriger oder je höher die aktuellen Bewertungen, desto niedriger sind die erwarteten Erträge für die Zukunft. Also das simple kaufmännische Prinzip gilt natürlich auch am Kapitalmarkt. Je günstiger ich etwas kaufe, desto höher ist der erwartete Ertrag. So, jetzt schauen wir uns mal im unteren Chart an, was genau hier im Endeffekt berechnet wurde. Also in Gelb sehen wir die Entwicklung des S&P 500, also des US-Aktienmarktes, dargestellt an der rechten Skala in Punkten, soweit so simpel. Und dann sehen wir hier nochmal einfach den Quotient, das heißt, wir haben dieses zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das langfristige abzüglich des aktuellen, und das haben wir ins Verhältnis gesetzt zum Kurs-Gewinn-Verhältnis der 10-Jahres-US-Staatsanleihe. Also sprich, man versucht das noch ein bisschen besser in die Perspektive zu setzen, um einfach zu schauen, aus der strategischen Perspektive, ist der Markt jetzt eben besonders teuer, ist er besonders günstig, oder was sagt uns momentan eigentlich die Verhältniszahlen, wenn wir das mal grundsätzlich reflektieren? A, langfristiges Kurs-Gewinn-Verhältnis plus aktuelles Kursverhältnis im Verhältnis zur Alternativanlage, eben die 10-jährige US-Staatsanleihe. Und wenn wir uns das betrachten, auch dann hier diesen Quotienten, dann müssen wir sagen, vom Verhältnis sind wir momentan auf einem Niveau, was jetzt weder spektakulär niedrig noch spektakulär teuer ist. Und aus unserer Perspektive zeigt das auch mal sehr schön, dass wenn wir mal den ganzen Lärm außen vorlassen, dass aus der strategischen Perspektive eines langfristigen Aktienanlegers, also mit der Anlageperspektive 5 Jahre plus, sie momentan weder eine Phase haben, dass die Aktienmärkte besonders günstig sind, noch eine Phase, dass die Aktienmärkte besonders teuer sind. Und unter dieser Perspektive würden wir zu dem Schluss kommen, dass an der Aktienquote, die jetzt für einen beispielhaften Anleger vielleicht bei, nehmen wir mal, 50% liegen würde, dass man aus dieser strategischen Bewertungsperspektive momentan nichts ändern würde, wenn man eben mal die langfristigen Bewertungen anschaut. Anders sieht es natürlich aus, wenn Sie das Geld in 1 oder 2 Jahren benötigen, dann sollte man natürlich hier eine andere Entscheidungsfindung tätigen. Aber Sie sehen, wenn man mal über den reinen Indexstand hinausgeht und man schaut sich Bewertungen kurzfristig, langfristig und auch in Relation zu anderen Vermögensklassen an, dann kommt man auch häufig zu einer Bewertung, die doch eher für eine ruhige Hand spricht, anstatt den täglichen Nachrichten hinterherzulaufen.
Ansonsten, was ist am Aktienmarkt momentan zu bemerken? Wir haben besonders in den letzten, ja, 2, 2,5 Wochen gesehen, dass Aktiensektoren, die vorher sehr stark geprügelt wurden, sich positiv entwickeln. Also das Thema Energie, das Thema Grund- und Rohstoffe, da haben wir schöne Bewegungen nach oben gesehen. Und das drückt sich auch hier in der Darstellung aus. Was sehen Sie auf diesem Chart, im oberen Chart? Das eine ist der S&P 500 Growth Index und das andere ist der sogenannte S&P 500 Value Index. Vereinfacht gesprochen steht Growth für Wachstum und Value steht für Substanz. Also zwei unterschiedliche Einteilungsquellen für den Aktienmarkt. Und deswegen lesen Sie auch häufig, der eine Investor ist ein Growth-Investor, der andere ist ein Value-Investor. Und was wir letztendlich hier gesehen haben, ist, dass auch innerhalb des Aktienmarktes diese Segmente sich unterschiedlich entwickelt haben. Also sprich, Sie sehen es hier oben, die Growth, das Thema Wachstum ist bedeutend besser gelaufen. Also auch die Sektoren, die hier enthalten waren, haben sich bedeutend stabiler gezeigt. Also sowas wie Technologie zum Beispiel ist einfach besser gelaufen als sowas wie Energie oder Grundstoffe. Und der Value hängt dementsprechend auch hier hinten dran. Und man sieht das, wie gesagt, jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wenn man das auch mal abträgt, hier diese relative Veränderung im unteren Chart, das heißt nichts anderes, als wenn es hier so nach unten geht, heißt es, dass im Endeffekt Wachstum besser gelaufen ist als Value, als Substanz. Und jetzt haben wir hier dann in 2016 dann Phasen gesehen, dass auf einmal Value wieder besser läuft. Und damit möchten wir Ihnen vor allem auch sagen, dass der Aktienmarkt auch nicht homogen ist. Es gibt nicht den Aktienmarkt, sondern es gibt im Rahmen des Aktienmarktes gibt es unterschiedliche Länder, es gibt unterschiedliche Sektoren, es gibt unterschiedliche Investmentstile. Value und Growth sind jetzt nur zwei Arten, wie man Aktien einteilen kann. Andere wären zum Beispiel noch Momentum oder Profitabilität oder hohe Qualität und ähnliches. Und im professionellen Bereich geht man immer mehr dazu über, Aktien nicht anhand des einzelnen Unternehmens zu beurteilen, sondern Gruppen von gleichartigen Unternehmen zu bilden, die eben ähnliche Charakteristika abbilden. Und das Schöne ist auch, dass das für heutige Privatanleger und auch Vermögensverwalter über ETFs und sogenannte Vermögensklassenfonds relativ effizient und kostengünstig abbildbar ist. Das heißt, man kann heute sehr viel effizienter und detaillierter in den Aktienmarkt investieren, als zum Beispiel noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Und meines Erachtens muss das auch die Conclusio sein. Wir stellen fest, dass wir durch die niedrigen Zinsen weniger Risikostreuung bekommen. Wir sehen, dass wir ein sehr gleichgerichtetes Verhalten vieler Anlegergruppen haben. Und die Reaktion darauf muss sein, dass ich natürlich innerhalb meiner Aktieninvestitionen heute mehr Risikostreuung vornehmen muss als vor 10 bis 15 Jahren, dass ich mehr Risikostreuung vornehmen muss über meine Investmentstile, Stichworte Multiaktivstrategien, wie Sie es gesehen haben. Und dann noch ergänzend dazu, wenn Sie Privatanleger sind, der nicht von Bilanzstichtagen oder durch irgendwelche Anlageausschüsse und Investmentgremien getrieben ist, dann natürlich der Vorteil, dass man eben weniger prozyklisch reagieren muss, weil doch viele Instrumente, die unter dem Stichwort Risikomanagement laufen, die sind ja doch nichts anderes, als wenn die Märkte fallen, dann Risikopositionen zu reduzieren und wenn es wieder steigt, wieder hinterher zu laufen. Also man agiert natürlich prozyklisch und dieses prozyklische Verhalten kostet letztendlich natürlich auf die langfristige Sicht betrachtet einiges an Rendite, Prozentpunkte und dementsprechend auch umso wichtiger das Thema genau zu definieren, mit welcher Aktienquote im Portfolio kann ich leben, mit welchen Schwankungen kann ich umgehen. Und auch hier kennen Sie ja unser Angebot, das Thema finanzielle Risikobereitschaft auf wissenschaftlicher Basis sich hier mal ermitteln zu lassen. Das sind 25 Fragen. Danach kann man mal Ihr Portfolio mit dem Ergebnis abgleichen. Und wer das von Ihnen noch nicht getan hat, der sollte das durchaus mal entsprechend hier tun. Ansonsten Anleihen, ja, Fremdkapital. Sie sehen hier die Entwicklung verschiedener Anleihesegmente, angefangen von der US-Staatsanleihe mit 10-jähriger Restlaufzeit über die deutsche Staatsanleihe, über verschiedene Segmente aus dem Unternehmensanleihesegment bis hin zu ja, einem globalen Vergleichsmaßstab, dem Global Aggregate Bond Index. Und wir müssen natürlich zum einen sagen wiederum, natürlich auch die Darstellung seit dem 01.01.2015, Anleihen sind nicht immer so sicher in der Wertentwicklung, wie man sich das vorstellt. Sie sehen es hier, die Schwellenländer Anleihen doch mit einer ja auch ordentlichen Bewegung nach unten. Hier ist einfach Geld auch massiv aus den Schwellenländern abgeflossen. Ich glaube mittlerweile so viel wie seit 1988 nicht mehr. Wir sehen hier in diesem schicken Rosa das Thema Hochzinsanleihen, was durch den Energiesektor doch ordentliche
Ausflüsse und dementsprechend auch Kursverluste gesehen hat. Also man sieht es im Anleihensegment, was wirklich gut gelaufen ist, waren entsprechend die Staatsanleihen hier, beziehungsweise Unternehmensanleihen mit Top-Bonität, also wirklich diese starke Flucht in eine Qualität, die hier eben darstellbar war. Also sprich, die Investoren sagen, okay, wenn wir Anleihen kaufen, dann wollen wir entweder sehr sicher oder wir kaufen vielleicht auch mittlerweile mal antizyklisch etwas, was stärker geprügelt war. Vom Thema Anleihen sind wir direkt beim Thema Inflation. Soll ja auch noch ein wichtiger Punkt sein heutzutage. Und Sie sehen hier die Zusammensetzung mal an der deutschen Verbraucherpreise. Also wie setzt sich das Thema eigentlich zusammen, wenn Sie das auch immer mal lesen, deutsche Verbraucherpreise, was geht da eigentlich mit welchem Prozentsatz ein, wie wird das ermittelt? Und natürlich ganz klar, jeder von Ihnen hat eine andere Inflationsrate. Das hängt davon ab, wie Sie leben, wie Sie wohnen, wie Sie in Arbeit fahren, was Sie konsumieren. Also die Inflationsrate ist nicht so normiert, wie man sich das immer vorstellt. Und was wir Ihnen vor allem zeigen möchten, was für die Kapitalmärkte relevant hat, das ist die Inflationserwartung für die Zukunft, die aus Kapitalmarktpreisen abzulesen ist. Und das wird hier gerne genommen, die erwartete Inflationsrate in 5 Jahren für 5 Jahre. Also wie gesagt, sehr stark zukunftsbezogen, also 5-Year-on-5-Year-Forward-Inflation, wie es ja immer so cool in Englisch klingt. Und Sie sind es hier in Rot dargestellt für die USA, als auch natürlich für Frankreich, die Europäische Union und auch Deutschland. Und Sie sehen hier diese Inflationserwartungen, die sich am Kapitalmarkt bilden, die kennen nur eine Richtung, eben massiv nach unten. Und da muss man ja auch sagen, wer hätte das gedacht, wenn Sie vor 10 Jahren jemand gefragt hätten und Sie hätten gesagt, wir haben eine Nullzinspolitik, wir haben Strafzinsen für betriebliche Anleger, Strafzinsen für entsprechend die Banken. Wir sehen Renditen von Staatsanleihen auf einem lächerlichen Niveau. Wir sehen Pfandbriefe und Bundesanleihen, die so niedrig rentieren, dass die Versicherungen ihre Garantiekosten nicht mehr tragen können. Dann hätte man gesagt, na gut, in diesem Umfeld muss die Inflation doch hoch sein. Da muss doch auch die Unsicherheit bezüglich des Geldsystems massiv sein. Aber wie Sie sehen, ist da relativ wenig passiert. Die Inflationserwartung dümpelt auf niedrigem Niveau rum. Die Inflationsrate für den Januar in Deutschland im Vorjahresvergleich 0,5%. Und diese fehlende Inflation führt natürlich auch dazu, dass wir momentan relativ wenig Druck bei dem zinssensiblen Anleger haben, weil sagt halt, okay, es gibt zwar keinen Zins, aber es gibt auch keine Inflation, also ist der Anlagedruck nicht so groß. Man stelle sich vor, was passiert, wenn die Inflationsrate mal wieder bei 2 bis 2,5% stehen würde und gleichzeitig die Zinsen noch wären, wo sie jetzt sind. Ich glaube, dann hätten wir einen größeren Druck, deswegen sollte man sich jetzt mit dem Thema Inflationsabsicherung beschäftigen. Als Einführung hier ein Instrument, was bei deutschen Privatanlegern kaum bekannt ist. Es gibt Anleihen, deren Rückzahlung und auch Zinscoupon an die Inflationsrate angepasst wird. Da muss man auch noch genau hinschauen, welche Inflationsrate ist hier gemeint, aber das führt jetzt hier zu weit. Und was Sie hier sehen, ist nichts anderes, als dass wir hier in diesem Dunkelblau, also sorry, hier auf der Hochachse sehen wir die Renditen. Und Sie sehen, die Renditen sind massiv zurückgekommen, weil die Kurse sind ja gestiegen und steigende Kurse heißt fallende Renditen. Diesen umgekehrten Mechanismus haben wir bei Anleihen. Und dann sehen Sie im Endeffekt hier mal so die Rendite für die Anleihe. Das ist die inflationsgebundene und das ist eben die, oh sorry, das ist die, genau, das ist die inflationsgebundene und das ist die klassische. Also was sehen Sie hier? Sie sehen die klassische Anleihe, die notiert im Minus und die inflationsgebundene Anleihe rentiert noch stärker im Minus. Und der Unterschied resultiert daher, dass hier bei der inflationsgebundenen Anleihe eben noch diesen Inflationsausgleich haben. Dementsprechend diese Differenz, also wir sehen ein leicht unterschiedliches Verhalten auch dieser beiden Papiere. Aber was jetzt nochmal wichtig ist, ist diese sogenannte Break-Even-Inflation Rate. Also das ist quasi die Differenz zwischen inflationsgeschützten und nicht inflationsgeschützten Anleihen. Und Sie sehen, die ist massiv nach unten gekommen. Das heißt, momentan kann man Inflationsschutz, der in Staatsanleihen eingepreist ist, zum Beispiel von Deutschland, bedeutend günstiger kaufen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und wenn wir uns nun vergegenwärtigen, dass Inflationsschutz doch langfristig ein Thema sein sollte, was einen privaten Anleger doch beschäftigen sollte, dann ist momentan der Zeitpunkt, das mal anzugehen, mit Sicherheit nicht der schlechteste. Ganz einfach deswegen, weil eben die in den Kapitalmarktpreisen Inflationserwartungen extrem niedrig sind. Wir sehen es auch in den USA, da sieht man genau das Gleiche. Hier die klassische Anleihe, hier die inflationsgebundene Anleihe. Die Differenz können Sie entsprechend wieder hier unten ablesen und auch hier sehen Sie,
diese sogenannte Break-Even-Inflation-Rate, die ist auf einem sehr niedrigen Niveau. Wenn Sie da mal mit dem Auge ein bisschen nach links gehen, dann sehen Sie, oh, das hatten wir lange nicht, da müssen wir schon eigentlich in die Folgen der Finanz- und Hypothekenkrise zurückgehen. Und deswegen aus unserer Perspektive momentan ein ganz interessanter Zeitpunkt, sich mal mit dem Thema inflationsgebundene Anleihen zu beschäftigen, diesen Mechanismus zu verstehen und zu schauen, okay, macht das nicht für Teilsegmente meines Portfolios Sinn, in Ergänzung hier eine weitere Risikostreuungskomponente einzufügen. Na klar, gibt es hier noch vieles zu berücksichtigen. Wie sieht es mit Restlaufzeiten aus? Auf welche Inflationsrate bezieht sich das? Und, und. Also da gibt es viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Aber auch da stehen wir Ihnen natürlich zur Seite, das zu erläutern und da den passenden Weg zu finden. Aber wie gesagt, momentan sprechen durchaus einige Argumente dafür, dass man sagt, diese Disinflations- und Deflationsangst, die könnte momentan überzogen sein. Und wenn sich nun die Konsumentenpreise wirklich wieder erhöhen sollten, die Inflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel in den USA aktuell bei 2,2%. Vor 12 Monaten hat man noch einen Wert von 1,5%. Also man hat da eine Entwicklung schon gesehen. Und wie gesagt, das könnte durchaus mal wieder ein Thema werden. Und vielleicht könnte man es im Nachhinein auch damit begründen, dass man auch sieht, okay, dass ja die Aktien aus dem Segment der Energie und Grundstoffe sich jetzt bedeutend stärker verhalten. Also dieses Thema Inflationsschutz, auch wenn momentan keiner wirklich über Inflation redet, dann sollten Sie sich als Anleger jetzt damit beschäftigen, weil wenn Sie Geld langfristig anlegen, dann geht es Ihnen ja immer darum, in Kaufkraft zu denken und nicht nominal. Also sprich, für Sie ist ja wichtig, was Sie, wenn Sie heute 100 Euro anlegen, was Sie in 10 Jahren mit dem Gegenwert anfangen können und nicht, was da digital auf Ihrem Kontoauszug im Online-Banking dargestellt wird. Also wie gesagt, Thema Inflationsschutz. Was gibt es noch? Klar, Rohstoffe, die spielen natürlich eine große Rolle. Bei Rohstoffen wissen Sie aber als regelmäßiger Teilnehmer, dass Sie in Rohstoffe nicht ganz so einfach investieren können. Das hat mit gewissen Aspekten der Terminkurve zu tun, Stichwort Contango und Backwardation. Und wir haben natürlich Schwankungsrisiken, wir haben keinen regelmäßigen Ertrag, keinen Zins, keine Dividende, aber natürlich die Rohstoffe sind natürlich vom Hoch massiv gefallen, sind momentan eine unbeliebte Anlageklasse und dadurch, dass natürlich auch die Rohstoffpreisentwicklung ein ordentlicher Anteil an der Inflationsrate und Entwicklung hat, macht das natürlich Sinn, sich das anzuschauen. Gold, klar, auch ein sinnvolles Investment, hohe Preisrisiken, hat aber natürlich auch eine gewisse Inflationssensitivität, besonders wenn man davon ausgeht, dass wir im Rahmen der ja noch anzustehenden Entschuldung der Industrienationen ja irgendwann wahrscheinlich ja die Thematik haben werden, dass die Zinsen noch niedrig sind, während die Inflation vielleicht gestiegen ist und dann macht das natürlich Sinn, auch etwas zu haben, wo Sie eine Aufbewahrungsmöglichkeit haben. Und da ist Gold natürlich mit einer gewissen Tradition versehen. Leider muss man sagen, die Schwankungsrisiken von Gold sind ungefähr so groß wie am Aktienmarkt, aber es gibt keine Dividende. Dafür haben Sie etwas außerhalb des Finanzsystems mit einem direkten physischen Bezug. Also auch gehört aus unserem Aspekt mit in diesen Inflationsschutzkorb hinein. Dann inflationsgebundene Anleihen, das hatte ich Ihnen gerade eben schon mal gezeigt. Da kann man sich zum Beispiel auch als jemand, der im Ruhestand ist oder den Ruhestand plant oder der sein Unternehmen verkauft oder der Mitglied im Versorgungswerk ist, weil er Steuerberater, Rechtsanwalt oder Arzt oder ähnliches ist, kann er sich mal mit diesem Thema beschäftigen. Und klar, Aktien von Unternehmen, die eine gewisse Preissetzungsmacht haben, die profitieren von einem steigenden Preisniveau, weil sie das steigende Preisniveau einfach auf ihre Kunden abwälzen können und dementsprechend führt das zu nominal steigenden Gewinnen und das ist natürlich dann durchaus wiederum positiv. Nichtsdestotrotz, auch für das Thema Investitionen in inflationssensitive Vermögenswerte gilt, es gibt kein perfektes Investment, Sie sehen es hier unterstrichen, man muss schauen, wie ist meine individuelle Situation. Welche Bedürfnisse habe ich? Wie sieht meine Vermögens- und Anlagestruktur aus? Und am Ende des Tages wird es dann in einer Kombination der verschiedenen Werte liegen, weil man würde zum Beispiel auch nicht sagen, man baut das jetzt auf einen Schlag komplett auf, sondern man würde einen Plan entwickeln, wie die Inflationssensitivität des Vermögens verbessert werden kann, welche Instrumente schon vorhanden sind, welche noch zu ergänzen wären. Und wenn man das getan hat, dann würde man eben schauen, okay, wie setzt man das um und über welchen Zeitraum setzt man das um. Und eins ist auch klar, Inflationsschutz kann ich heute bedeutend günstiger kaufen als vor 6 oder 9 Monaten. Also hier schrittweise vorgehen macht sinnvoll. Vermögensstrukturierung, auch ein wichtiger Aspekt, den wir berücksichtigen sollten, passt auch gut zum Thema Inflation meines Erachtens dazu, weil typischerweise hat der Anleger verschiedene Ziele. Ja, möchte ich den Wert meines Vermögens erhalten, dann habe ich das Portfolio-Ziel Vermögenserhalt. Dann muss ich definieren, wie sieht es denn aus, welche Schwankungsbreiten bin ich bereit zu akzeptieren. Das nächste wäre, ein gewisses Wachstum wäre schön, aber ohne zu viel Risiko. Dann muss ich mir überlegen,
wie viel Chance auf positive Wertentwicklung bin ich bereit abzugeben, um nach unten hin ein größeres Sicherheitsnetz einzusparen, weil Risikokontrolle heißt auch, dass Sie Renditechancen nach oben abgeben. Dann Vermögen vor Inflation schützen, das Beispiel von eben. Dann müssen wir schauen, wie kreiere ich Inflationsschutz, haben wir eben gesehen. Das nächste wäre, ich möchte regelmäßig Kapital entnehmen, dann brauche ich weniger Kursgewinne, dann brauche ich mehr regelmäßige Erträge, also sprich Zinsen, Dividenden und ähnliches. Und da muss man auch sagen, gerade auch einkommensorientierte Vermögensklassen, die haben durch diese US-Zinserhöhungsfantasie einen auf den Deckel bekommen. Da kann man momentan das eine oder andere zum jetzigen Zeitpunkt aus unserer Perspektive sinnvoll günstig nachkaufen, weil an meinem Bedarf oder an dem Beispielbedarf regelmäßiger Ertrag hat sich ja nichts geändert. Und wenn ich das nur ein bisschen günstiger einkaufen kann, dann macht das natürlich Sinn, das diszipliniert zu tun, wenn es günstig ist. Dann Verbindlichkeiten decken, okay, Risikominderung. Aber kommen wir nochmal kurz zum Thema gesamthaftes Denken. Das ist hier der Fokus. Was sehen Sie in diesem Beispiel? Das ist jetzt einfach mal ein Anleger. Und da haben wir gesagt, okay, der hat eine selbstgenutzte Immobilie, die ist 450.000 Euro wert. Dann hat er ein liquides Vermögen vom Depot, ich glaube, da sind 200.000 Euro drin. Und dann hat er eine Altersrente aus betrieblicher und gesetzlicher Rente oder machen Sie Beamtenpension draus in Höhe von 4.000 Euro pro Monat. Ja, also sagen wir mal 2.000 Euro gesetzliche Rente, 1.000 Euro Altersrente und der Ehepartner hat auch nochmal 1.000 Euro. Also 4.000 Euro Altersrente. Und diese 4.000 Euro Altersrente sind natürlich ein extrem hoher Vermögenswert, weil wenn Sie sich vorstellen, wir haben heute keine Zinsen mehr, dann gilt die ökonomische Frage, wie viel Kapital muss ich bei dem heutigen langfristigen Zinsniveau anlegen, um 4.000 Euro Altersrente zu bekommen? Und da sind Sie in dem Beispiel, sind Sie ruckzuck mal bei 900.000 Euro bis 1 Million Euro. Und damit will ich Ihnen nichts anderes zeigen, als dass wir uns mal klar machen müssen, dass wir sprechen typischerweise bei der Kapitalanlage immer über das liquide Vermögen, also Wertpapiere und Cash, also Bankguthaben. Aber in dem Beispiel sind das nur 18%, weil die eigennutzte Immobilie ist keine Kapitalanlage, ist ein emotionales Thema, also steht nicht zur Disposition, wird auch nicht in Kapital- und Finanzentscheidungen einbezogen. Ja, und der größte Posten mit den Rentenanwartschaften, die unser Musterbeispielskunde hier im Laufe seines Erwerbslebens mit seinem Ehepartner verdient hat, da können Sie sowieso nicht mitreden. Und dementsprechend, ich habe Ihnen das hier nochmal dargestellt, wenn wir so denken, was ökonomisch der einzige korrekte Ansatz ist, dann wird auch deutlich, wie wenig Teile Ihrer Vermögensstruktur Sie selbst bestimmen können, weil, wie gesagt, die Immobilie, die macht 26% aus. Da haben Sie keine Einflussmöglichkeit, weil eigentlich keine Kapitalanlage ist emotional. Die Rentenanwartschaften, die können Sie auch nicht beeinflussen, sondern Sie haben nur diese 18%, die Sie selbstbestimmt beeinflussen können. Und am Ende des Tages muss es so sein, dass diese 18%, also das liquide Vermögen, wo Sie selbstbestimmt Anlageentscheidungen treffen können, das sollte natürlich im Idealfall so strukturiert sein, dass es in Kombination mit dem Rest, also den anderen 82%, eine sinnvolle Mischung gibt. Und wenn wir nun unterstellen, dass die Rentenanwartschaften langfristig nach Steuern ein Problem mit einer steigenden Inflationsrate haben, dann müssen eben genau diese 18% hier eine gewisse Inflationssensitivität aufweisen, um das zu kompensieren. Und nächstes Beispiel ist das Thema Euro. Wir wissen alle nicht, wie es mit der Währung weitergeht, weil niemand hat eine Kristallkugel. Aber wahrscheinlich wäre es so, dass wenn wir im Euro Probleme haben, dass natürlich auch hier bei einer möglichen Rückkehr zur nationalen Währung natürlich auch Renten betroffen wären, weil es würde auch dem Staat ja helfen, sich zu entschulden. Und dann muss man überlegen, wie kann man das kompensieren? Macht es vielleicht Sinn, über ausländische Währungen mit anderen Schuldnern nachzudenken? Und das meines Erachtens, das sollte der Ansatz sein, den wir uns hier letztendlich auch mal selbst hier zu Gemüte führen. Wie helfen wir Ihnen dabei? Auch das kennen Sie, der Werbeblock am Schluss, aber es sind ja auch viele Nichtkunden heute angemeldet, habe ich gesehen. Also klar, das Wesentliche aus unserer Perspektive ist erstmal die Definition der finanziellen Ziele. Und diese finanziellen Ziele, die leiten sich natürlich aus den Lebenszielen ab. Will ich früher in Ruhestand? Möchte ich einfach Vermögen aufbauen? Möchte ich den Ruhestand im Ausland genießen? Also welche Punkte habe ich da eigentlich? Und aus diesen Lebenszielen kann man finanzielle Ziele ableiten, das kann man eben auch berechnen, man kann gewisse Pläne machen, man kann sich Wahrscheinlichkeiten anschauen mit statistischen und mathematischen Verfahren, was Ihnen einfach dabei hilft, es ein bisschen besser greifen zu können. Wichtig hierbei, auch im aktuellen Umfeld der Verunsicherung, in Deutschland rund 40% des privaten Geldvermögens liegt unverzinst auf Konten, also die Unterscheidung zwischen Rücklage für unvorhergesehene Notfälle des Lebens und der langfristigen Kapitalanlage, die muss natürlich getroffen werden. In der Betriebswirtschaft hat man mal gesagt, der Siedepunkt der Liquidität ist der Gefrierpunkt der Rentabilität. Also sprich,
Cash ist natürlich wichtig, aber wenn Sie zu viel Cash haben und keine Rendite generieren oder auch nicht genügend Möglichkeiten, eine Schwachstelle in der Vermögensstruktur dann zu kompensieren, dann ist natürlich ein Problem. Dann Ermittlung der notwendigen Rendite, und je älter Sie sind, desto stärker die Differenzierung zwischen laufender Ertrag und Gewinn, weil von einer Durchschnittsrendite über 10 Jahre können Sie nicht jeden Tag Ihre Brötchen beim Bäcker kaufen. Und dementsprechend, das eine ist der laufende Ertrag, der ist eben ein Cashflow in Euro, das andere ist eben eine Durchschnittsrendite in Prozent. Und wenn Ihr aktives Erwerbseinkommen eben weniger wird oder wegfällt, dann geht es natürlich um den laufenden Ertrag aus Kapitalanlagen. Klar, da zählen Immobilien mit dazu, aber der Wertpapiermarkt ist ja natürlich auch ein großer Sektor. Dann muss man schauen, okay, sind diese Renditen und Erträge überhaupt erzielbar im aktuellen Kapitalmarktumfeld? Was sind plausible Zukunftsannahmen? Da können wir Ihnen auch zeigen, wie das funktioniert, wie man hier auch solche zyklusgeglätteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse einsetzt, um zu plausiblen Zukunftsannahmen zu kommen. Und wenn man dann hier definiert hat, was sind die passenden Vermögensklassen, dann gilt es natürlich zu schauen, ist diese Vermögensklassenstruktur überhaupt in ihrer finanziellen Risikobereitschaft umsetzbar? Stichworte Ermittlung dieser Risikobereitschaft auf wissenschaftlicher Basis von 25 Fragen. Das kann ja online durchgeführt werden. Und wenn man das eben mal definiert hat, dann weiß man, welche Vermögensklassen brauche ich, welche Instrumente sollen es sein. Und dann kann man es schriftlich eben formulieren und kann so die Anlagestrategie eben herleiten. Und im nächsten Schritt geht es darum, wie setze ich die kosteneffizient und bankenunabhängig um? Mache ich das im Inland? Mache ich das im Ausland? Wie sieht es mit dem Thema geopolitische Vermögensstrukturierung aus? In vielen Fällen ist ein Mix zwischen vielleicht Depot in Deutschland, Depot in der Schweiz plus Versicherungsstruktur in Luxemburg eine ganz sinnvolle Kombination, um nicht nur Vermögensklassen zu mischen, sondern eben auch die Orte der Lagerstellen. Auch dieses Thema Lagerstellen insgesamt ein wichtiger Punkt, weil die verschiedenen Banken und Plattformen unterschiedliche Leistungsspektren haben und die eine Bank kann für ja, das Bedürfnis A super sein, aber für jemand anders komplett ungeeignet. Das muss man eben auch eruieren und am Schluss, ja klar, das gilt es natürlich regelmäßig abzugleichen. A, was ändert sich an den Lebensumständen, an der Familienplanung, aber auch was ändert sich im Umfeld. Weil wenn Sie vor 10 Jahren eine Planung gemacht haben, dann war es klar, 5% laufender Ertrag sind kein Problem. Weil Sie haben mit Bundesanleihen 4,5% verdient, Sie haben mit Unternehmensanleihen 5, 6% verdient, dann hatten Sie ein paar Prozent Aktien mit dabei als Inflationsschutz und dann war das Thema abgehakt. Wenn Sie die gleiche Anlagestruktur heute fahren, dann kommen Sie mit Ach und Krach auf einen laufenden Ertrag von 1%, also noch 20% dessen, was Sie damals geplant haben. Dazu hat sich steuerlich einiges verändert durch die Einführung der Abgeltungssteuer. Also sprich, man muss das schon regelmäßig eben updaten, aber das kennen Sie auch vom TÜV. Ja, meine Damen und Herren, ich habe viel geredet. Wir sind jetzt bei 18:55 Uhr, also roundabout ja, 50, 55 Minuten haben wir uns mit dem Thema Finanzen nun beschäftigt. Und an dieser Stelle haben Sie natürlich nochmal die Möglichkeit, jetzt auch nochmal hier Fragen zu stellen, auf die ich natürlich noch gerne eingehe. Ansonsten wurde das Webinar ja auch aufgezeichnet. Das steht Ihnen im Nachgang noch zur Verfügung und die Aufzeichnung werden wir jetzt beenden, sodass die Fragen dann dementsprechend nicht aufgezeichnet werden.